Was geht im Gehirn eines Betrügers vor? Was treibt Hochstapler und Fälscher an? Ist es die bloße Gier? Fehlt es ihnen an Empathie, an Mitgefühl? Ist es nur ein loser moralischer Kompass? Oder purer Egoismus? Was immer es ist, Hochstapler faszinieren. Welche psychologischen Tricks wenden sie an, um ihre Opfer hinters Licht zu führen? From Bolton, England, produced a large number of art forgeries over a period of more than two decades. Aided by some members of his family, Sean successfully sold his forgeries to museums, auction houses, and private buyers. The Greenhouse family fooled experts from all over the world by claiming they had found or inherited extremely valuable works of art. The Greenhouse family lived a modest life in a Bolton council house. His work has even been admired by some very high-profile art collectors and was even seen by the Queen. According to Scotland Yard, the family produced more than 100 fake artworks. It fears that a lot of their forgeries are still out there, mislabeled as originals. He was eventually caught and sentenced to 4.5 years in prison. Ein Team aus Experten hat einige der berühmtesten Betrüger, Fälscher und Hochstapler in ihr wissenschaftliches Institut eingeladen. Sie analysieren ihre Vorgehensweise, untersuchen ihre Gedankenwelt und lesen ihre Körpersprache. Gemeinsam wollen sie herausfinden, wie man Täuschung erkennen und ihren Tricks widerstehen kann. Hallo Sean. Hallo. Ich bin Carrie Danes, forensische Psychologin. Ich interessiere mich besonders für die Kindheit und die soziale Entwicklung von Menschen, die Gesetze brechen. Verstehe. Ich bin Mark Frank, Professor für Verhaltensforschung. Wir erforschen Menschen, wie sie sich verhalten, was sie tun und wie insbesondere die äußeren Regungen auf etwas verweisen, was im Inneren vor sich geht. Wir versuchen möglichst zu verstehen, wie sie denken und die Welt wahrnehmen. Ich bin Maureen Cerf, Professor für Neurowissenschaften, beschäftige mich mit den Auswirkungen innerer Vorgänge auf das Handeln. Ich versuche an ihren Hirnaktivitäten zu erkennen, wie ihre Gedanken, Entscheidungen und Reaktionen beeinflussen. Wir möchten Sie gerne mehrfach befragen und testen. Ja, kein Problem. Wir wollen keine medizinische Diagnose erstellen. Wir wollen Sie psychologisch besser verstehen. In Ordnung, ich bin gespannt. Bis später. Wir sehen uns nachher. Könnten Sie sich ein wenig ausruhen und Ihre Gedanken sammeln? Ja, nachdenken. Gut. Es ist Ihre Gelegenheit, mir Ihre Geschichte zu erzählen. Wann haben Sie Ihre erste große Fälschung verkauft? Ich war 17 oder 18. Ich ging wie so oft in die Bibliothek. Eine Mitarbeiterin sortierte Flugblätter und Drucker aus. Ein Stapel davon lag auf dem Tisch. Einige hatten Wasserzeichen aus den 1850ern. Ich habe den Stapel mitgenommen und wollte dann selbst mal einen Degas oder was Einfaches ausprobieren. Also habe ich schnell 5 oder 6 Skizzen gemacht, ganz spontan, nicht verkünstelt. Experten sehen so etwas sofort. So haben Sie als 17-Jähriger gedacht? Ja. Ob Experten das erkennen würden? Ja, schon. Ich hatte mich mit Kunst beschäftigt und wusste, dass Originale nur durch Spontanität entstehen. Ich brauchte also altes Papier und musste spontan sein.
Ich überlegte, was brauche ich für eine Fälschung. Dann sah ich mir ein halbes Dutzend Skizzen kritisch an, suchte die beste aus und brachte sie zu einem Kunsthändler. Ich war total nervös. Experten erkennen normalerweise, ob etwas 100 Jahre alt ist. Es ist schwer hinzubekommen. Ich hatte Angst, dass ich sofort auffliege und man die Polizei holt. Dann wollte ich aus dem Fenster springen und davonrennen. So hatte ich mir das überlegt. Der Kunsthändler schaute sich das Bild lange und genau an. Dann schnitt er es mit einem Federmesser aus dem Rahmen. Ich sagte, da war das Blatt 80 oder 100 Jahre drin. Er nahm es in Kommission und verkaufte es in London. Ich hatte es an einen echten Kunsthändler verkauft. Für mich war es an der Stelle erledigt. Doch der verkaufte es einem ahnungslosen Sammler, am Ende der Geschädigte. Ich denke, meistens wussten sie, dass es Fälschungen waren, aber gut genug für den Verkauf. Das klingt nach Gewissensbissen. Die hatte ich immer. Oft sagte ich mir, hör damit auf. Doch die taten es auch und schädigten andere. Allerdings hatte mir meine Mutter immer eingeschärft, dass ein Unrecht das andere nicht aufheben kann. Ich war in einem Zwiespalt. Soweit ich das sehe, hat er den Betrug nicht genossen. Da war die Angst vor der Beurteilung als Künstler und ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl dabei. Und da ist die Nervosität, hierher zu kommen. Er ist ziemlich aufgewühlt und das kann man immer wieder sehen, während er von diesen entscheidenden Momenten spricht. Das Interview ist für ihn ziemlich unangenehm? Oh ja. Achten wir auf die Augenbrauen. Das Hoch- und Zusammenziehen, das sehen wir bei Angst. Es gibt auch ein leichtes Nach-unten-Ziehen der Mundwinkel, ein Ausdruck von nicht unterdrückter Angst. Das ist auch eine Reaktion auf das Interview. Er ist nervös. Die rechte Hand ist ständig an der Lehne, ähnlich wie bei Leuten im Flieger, die Flugangst haben. Sie krallen sich fest. Weiße Knöchel. Genau, er hält sich die ganze Zeit richtig fest. Allerdings, sobald er begeistert über etwas redet, lässt er die Hand locker und nimmt sie hoch. Normalerweise ist sie aber hier unten. Diese ganze Umgebung setzt ihn unter Stress. Er wird im Institut unter die Lupe genommen und das gefällt ihm nicht. Er ist nicht der Typ, der gerne im Rampenlicht steht, so wie wir es bei anderen gesehen haben. Er ist in sich gekehrt, scheu, introvertiert. Und wir analysieren ihn die ganze Zeit. Ich hätte an seiner Stelle auch Angst. EEG. Mit dem EEG misst man Hirnaktivitäten. Es sieht aus wie eine Badekappe mit Elektroden, die auf der Kopfhaut aufliegen und dabei die Aktivität der Gehirnzellen messen. Es soll bequem anliegen. Ist es zu eng? Nein, alles gut. Wir machen das sogenannte Wahlblindheitsexperiment. Das funktioniert so. Sie werden jeweils zwei Bilder von Frauen sehen und entscheiden dann, welche Sie attraktiver finden. Die rechte. Begründen Sie, warum Sie dieses Bild gewählt haben. Ein schönes Bild. Versuch 10. Das hübschere Gesicht. Sie treffen eine Entscheidung und begründen diese. Insgesamt 100 Mal. Schwer zu sagen. Ich bin nicht sicher. Doch da ist ein Trick dabei. Hin und wieder wird die Auswahl vertauscht. Wenn er also die linke gewählt hatte, zeige ich ihm danach nochmal die rechte. Er wird mit einer Auswahl konfrontiert, die er gar nicht getroffen hat. Wenn ich dann nach dem Grund frage, könnte er sagen, die habe ich gar nicht gewählt, es ist die andere Karte. Oder er muss spontan eine kreative Antwort finden, um seine angebliche Wahl zu begründen. Sieht ein bisschen glücklicher aus. Vielleicht habe ich mich aber auch getäuscht. Er wählt A, bekommt B und sagt, B hat ein tolles Lächeln. Als er die Entscheidung traf, aktivierte sein Gehirn den sogenannten Frontallappen.
Versuch 27. Ernst, aber hübsch. Wir sehen uns die Hirnwellen an, wie schnell, wie gut und wie gezielt er Geschichten erfinden kann, um eine Auswahl, die er gar nicht getroffen hat, zu erklären. Einige Male habe ich ihnen absichtlich die andere Karte gezeigt, die sie nicht gewählt hatten. Das habe ich mir manchmal gedacht. Warum haben Sie nichts gesagt? Ich wollte nicht nachhaken. Hätte es wohl tun sollen. Er scheint ein sehr netter Mensch zu sein, der mich nicht korrigieren wollte. Also hat er die Realität etwas zurechtgebogen. Ich will ihn nicht verärgern, also erfinde ich etwas. Er hält sich für ziemlich undurchschaubar. Doch man kann bei ihm sehr viele Gefühlsregungen erkennen. Vielleicht mehr noch als bei den anderen Hochstaplern. Jedenfalls ist er ein guter Geschichtenerfinder. Diese Manipulation erfordert quasi Gehirnverrenkungen, um sich der Realität anzupassen. Bei ihm geht das sehr rasch. Man kann im Gehirn die Bereiche erkennen, die das leisten und wie spontan das geht. Besonders interessant ist, wie schnell er darin ist. Viel schneller als du und ich. Wie kam es zur Beteiligung Ihres Vaters an den Verkäufen? Mein Vater hasste es, in Ruhestand zu gehen. Er fragte, was ich so tat. In London ein Gemälde verkaufen. Dass es gefälscht war, habe ich nicht erwähnt. Es war ein gefälschter Samuel Peplow? Ja, er wollte mitkommen und ich war einverstanden. Unterwegs sagte er, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Ich habe ihm dann im Auto alles gestanden. Wir redeten eine Stunde. Wie verlief denn dieses Gespräch? Er fragte mich ganz direkt, verkaufst du Fälschungen? Ich habe es sofort zugegeben und wollte wissen, was er davon hält. Er lächelte und sagte, hab ich es mir doch gedacht, du kleiner Ganove. Kann ich das mit dem Verkauf übernehmen? Er war sehr überzeugend. War ihm das Kriminelle daran bewusst? Wusste er, welche rechtlichen Konsequenzen das haben konnte? Ich denke schon. Ich habe bei Scotland Yard die Abteilung für Kunstdelikte aufgebaut und wurde etwa Mitte der 90er Jahre von einem Kunsthändler namens Peter Nahum angerufen. Ihm war von einem Mann, der mit seinem etwa 40 Jahre alten Sohn nach London gekommen war, ein Gemälde angeboten worden. Nahum hatte es sich angesehen und für einen guten Peplu gehalten. Damals brachte so etwas umgerechnet 40.000 Euro und mehr ein. Er hatte für ihn etwa 12.000 Euro bezahlt, teils in bar und den größeren Teil per Scheck. Eine gute Provenienz verkauft sich leicht. Ist die Herkunft plausibel, sehen sich selbst Experten das Bild gar nicht mehr so genau an. Was soll ich sagen? Ich habe da Fälschungen verkauft, die niemals hätten durchgehen dürfen. Die Provenienz eines Kunstwerks ist sehr wichtig. Es ist die Hintergrundgeschichte, welchen Weg dieses Kunstwerk genommen hat. Von wem und wann es gemalt wurde, vor allem aber in wessen Besitz es war, wo es sich befunden hat. Nahum hatte dann einen Peplu-Experten kontaktiert, Tom Hewlett. Der lachte, als er hörte, dass Nahum das Bild gekauft hatte, denn ihm war es auch angeboten worden. Für Hewlett war es eindeutig kein Peplu. Er hatte sich auch den Aufkleber auf der Rückseite näher angesehen, von einer Galerie aus Edinburgh. Man schaut immer auf die Rückseite der Bilder. Aufkleber von Ausstellungen oder Stempel von Händlern helfen, die Provenienz eines Gemäldes und seine Geschichte nachzuvollziehen. Dabei stellte sich heraus, dass es so hohe Hausnummern in dieser Straße gar nicht gab. Die Galerie hatte nie existiert. Hewlett war also sicher, dass es eine Fälschung war, der Versuch eines Betruges. Danke für Ihre Bereitschaft, diese Tests mit uns zu machen. Gern. Im ersten Test sehen Sie mehrere Videos von jeweils etwa einer Minute Länge. Darin sagen Leute Dinge, zu der sie eine starke Meinung haben. Aber manchmal sagen sie ihre Meinung, manchmal lügen sie. Sehen Sie das bitte an und markieren Sie dann entweder Wahrheit oder Lüge, je nach Ihrer Einschätzung.
Ob kaltblütige Mörder umgebracht werden sollten? Ich glaube schon. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wie sehen Sie das? Sie sollten hingerichtet werden. Ich persönlich könnte diese Entscheidung aber nicht treffen oder aktiv zustimmen. Sehr gut. Bei manchen war ich nicht sicher. Das gehört dazu. Zur Erklärung, es gibt oft kleine Anzeichen in der Mimik oder Gestik, die zeigen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Und manche Menschen sind sehr gut in der Wahrnehmung dieser Anzeichen. Die kommen oft recht gut durchs Leben oder können andere Menschen gut beurteilen. Mit diesem Test wollte ich gewissermaßen sehen, wie gut Sie das können. Ich werde den Test jetzt auswerten. Er hat großes Talent, Geschichten zu erfinden. Und sein Erfolg mit den Kunstfälschungen hat auf der einen Seite mit seinen künstlerischen Fähigkeiten zu tun, aber auch mit den dafür erfundenen Geschichten. Im Test beim Geschichtenerzählen war er sehr schnell. Man kann messen, mit welcher Geschwindigkeit und Leichtigkeit das passiert. Das ist ein wichtiger Anhaltspunkt. Er hat recherchiert und seine Techniken verfeinert, weiterentwickelt. Ich denke, er gibt einerseits alles zu, andererseits hat er eine Tendenz, sich vom Ausmaß der Lügen zu distanzieren. Er stellt sich als jemand dar, der bloß nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Doch es war natürlich mehr als das. Die Wahrheit zu verschweigen ist auch eine Lüge, obwohl das die meisten Menschen nicht so sehen, genau wie er. Er hat doch die Händler nur gefragt, er hat doch gar nicht behauptet, das Bild sei alt und so weiter. Erzählen Sie mir über Ihre Kindheit und Familie. Meine Eltern hatten 6 Kinder, ich war das 5. Hat noch jemand künstlerisches Talent? Eher nicht. Meine Mutter war beim Backen und Nähen sehr geschickt. Mein Vater war künstlerisch gut, hatte aber kein Interesse daran. Er konnte sehr gut zeichnen. Er hat mir das Zeichnen beigebracht und mir dabei als Kind die Hand geführt. Das hat mich begeistert. Ich war noch ganz klein. Mein Vater setzte mich auf seinen Schoß, nahm ein Stück Papier und zeigte mir, wie man einen Bleistift hält. Und er führte meine Hand dabei, sodass Vögel und Fische und alle möglichen Dinge aus der Natur auf dem Papier entstanden. Ich erinnere mich, wie fasziniert ich war, als all diese Dinge ganz realistisch vor mir auftauchten. Wie haben Sie dann weitergemacht? Ich war immer von der Kunst besessen, von Jahr zu Jahr stärker. Nicht, dass ich wirklich Künstler werden wollte. Mich interessierte mehr das Handwerkliche, nicht so sehr das Geistige, mehr die Herstellung von Kunst. Ich habe mir etwas angesehen und mich gefragt, wie wurde das gemacht? Ich hörte, ein paar Reisen haben Sie sehr beeinflusst. Richtig. Erzählen Sie. Ich bin mit meinem Vater nach Rom gefahren. Es war wie eine Erleuchtung. Später mit 15 bin ich nochmal hingefahren. Ich war allein in Rom unterwegs und total fasziniert von allem, was es dort zu sehen gab. Es ist ja auch wunderschön. Wo waren Sie überall? Wo war ich nicht? Die Zeit war zu knapp, um alles zu sehen. Was hat Sie besonders fasziniert? Die Skulpturen von Michelangelo. Ich hatte irgendwo gelesen, dass er sie mit 21 oder 22 gemacht hatte. Und konnte nicht glauben, dass jemand das allein und in diesem Alter geschafft hatte. Ich stellte mir vor, dass ich vielleicht 2 Jahre dafür brauchen würde und dann noch das Ganze polieren. Sie vergleichen sich mit ihm. Ich weiß. Aber ich habe mir immer gesagt, Künstler sind auch nur Männer oder Frauen, mit Augen, Händen und einem Gehirn. Das hat mich fasziniert. Wenn andere das geschafft haben, warum sollte ich das nicht schaffen? Hat Sie das inspiriert? Nein, denn als ich zurückkam, war ich eher eingeschüchtert.
Nach meiner Rückkehr dachte ich, sowas schaffe ich nie. Es hat mich deprimiert und entmutigt. Er sprach von Entmutigung. Das ist merkwürdig. Wenn man so an die eigene Zeit als Teenager zurückdenkt, wie es gewesen wäre, wenn man einem Popstar oder dergleichen leibhaftig begegnet wäre. Man wäre doch begeistert gewesen und hätte sich angespornt gefühlt. Aber er war traurig und entmutigt. Er fühlte sich nicht gut genug. Ich musste an Sportler denken. Wenn man sich für einen guten Basketballspieler hält und dann die Möglichkeit bekommt, mit einem Profi zu spielen, dann merkt man schnell, dass man einfach noch nicht auf diesem Niveau ist. Dabei hatte man den Traum, selbst Profi zu werden, und erkennt dann, wie weit der Weg dahin noch ist. Ja, das ist eine bessere Analogie. Jedenfalls fällt mir auf, wie negativ seine Einstellung ist. Wir lernen hier etwas über seinen Charakter, schon in sehr jungen Jahren. Ich muss Sie nach La Bella Princessa fragen. Ah ja. Spreche ich das richtig aus? Spreche besser. Sie sagen, das sei Ihr Werk. Davon bin ich überzeugt. Überzeugt? Sie müssten es wissen. Ich weiß es. Aber es gab so viele Diskussionen darüber, dass ich ins Zweifel kam. Ich zweifle nicht daran. Aber ich habe mich davon distanziert, weil sich andere so darüber aufregen. Ich will nur ehrlich sein. Manche Experten halten das Bild für einen Leonardo da Vinci. Und viele haben es bestritten. Viele Experten halten es für eine Fälschung, aber nicht unbedingt eine von Ihnen. Ja, ein Deutscher soll sie gemacht haben. Aber wenn Sie es doch selbst angefertigt haben. Ich bin sogar nach Mailand gefahren, um es mir persönlich anzusehen und sicherzugehen. Was mich absolut überzeugt, ist die Tafel, auf der es aufgezogen ist. Die habe ich selbst mit Firnis überzogen. Wen stellt das Bild denn dar? Eine Frau, mit der ich im Koop gearbeitet habe. Eine Supermarktkette. Ja, sie saß an der Kasse. Es ist ihr Profil. Und ein Mailänder Kostüm aus dem späten 15. Jahrhundert. Sie hieß Sally? Ja. Also ist Sally von Coop die Bella Principessa? Right. And Entschuldigung. Es gäbe keine solchen Diskussionen, wenn sie nicht über 100 Millionen wert wäre, sondern nur ein paar Tausend. Dann würde sich kaum jemand darum scheren. Das ist das Problem mit der Kunst. Geld blendet alle. Es ist eine obszöngierige Welt, wo ein Bild von Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, für 450 Millionen Dollar verkauft wird. In einer Welt, in der Menschen bereit sind, solche Summen für Kunst in die Hand zu nehmen, braucht es ab und zu Leute, die skeptisch sind und die Käufer warnen. Die Kunstwelt ist korrupt. Sie ist voller Leute, die nur am Geld interessiert sind. Die betrügen, lügen, einem Geschichten vorgaukeln und falsche Dinge verkaufen. Wenn man da mal an der Oberfläche kratzt, tritt darunter eine Menge Korruption und Finsternis zutage. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Kunstwerk Sie gewissermaßen als Künstler bestätigt hat? Dass Sie damit erreicht haben, was Sie ein Leben lang erreichen wollten? Nämlich auf einer Ebene mit den großen Künstlern zu stehen? Nein, mit dieser Kreide- und Tuschezeichnung habe ich nicht viel erreicht. Denn die Mehrzahl der Leonardo-Kenner hält sie nicht für einen Leonardo. Es reicht nicht, einen oder zwei Kunstexperten zu überzeugen. Sie müssen alle überzeugen. Ja. Mit diesem Test untersuchen wir Ihre Fähigkeit, Gesichtsausdrücke zu bewerten. Okay.
Sie sehen ein Gesicht mit neutralem Ausdruck. Und etwa nach 3 Sekunden wird die Person ganz kurz, nur eine 1/15 Sekunde lang, einen bestimmten Gesichtsausdruck zeigen. Danach schaut sie wieder neutral. Sie sollen den kurz aufgeblitzten Ausdruck beurteilen. Sie markieren das Wort, das Ihrer Meinung nach am besten passt. Das machen Sie dann mit allen 14 Gesichtern. Gut. Ein Gefühlsausbruch ist eine unwillkürliche Reaktion. Wenn man erschreckt wird, springt man auf, ohne darüber nachzudenken. Die Emotion ist nur kurz im Gesicht zu erkennen. Doch in der Großhirnrinde will das pyramidale motorische System die Reaktion eigentlich verhindern. In etwa, ich will nicht als nervös wahrgenommen werden. Und der Konflikt dieser beiden Reaktionen führt dazu, dass die Gefühlsregung extrem kurz ist, weil wir versuchen, sie zu unterdrücken. Trotzdem scheint sie oft durch, sie ist zu sehen. Bei der Fähigkeit, Täuschungen wahrzunehmen, kam er auf etwa 60%, was überdurchschnittlich ist. Im Test mit den Mikroexpressionen liegt er im Durchschnitt bei 57%. Und seine Fähigkeit, sein Verhalten zu steuern und so weiter, liegt eher am unteren Ende. Das hat mich etwas überrascht. Das könnte aber auch an seiner schüchternen Art liegen, von der er gesprochen hat. Mit welcher Art von Verhalten hat er Probleme? Wenn Leute ihn ansehen, wenn er im Mittelpunkt steht, sowas in der Art. Allgemeine soziale Ängste. Ja. Irgendwas Auffälliges beim Gehirn? Er ist etwas Besonderes. Er ist ein wirklicher Künstler. Und seine Fähigkeit zu fälschen ist einzigartig. Er produziert etwas, das die Menschen in ihren Köpfen für gut und real halten. Er schafft ein Umfeld, in dem sich jeder selbst betrügen kann. Bei Sean weiß man nie. Er betrügt, er ist ein Fälscher. Natürlich täuscht er. Man kann ihm tief in die Augen sehen, seinen Puls messen, ihn an einen Lügendetektor anschließen. Trotzdem werden wir nie wirklich wissen, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Ihre Mutter Olive und ihr Vater George, wussten die Bescheid, woher plötzlich all das Geld kam? Ich war vorsichtig beim Ausgeben. Bei Coop machte ich Überstunden, arbeitete 5,5 Tage die Woche und so weiter, um das zu vertuschen. Verstehe. Und mit dem Geld, das Sie durch den gefälschten Degas verdient hatten, sind Sie mit einer Freundin verreist? Ja. Wir sind sturzbetrunken nach Florenz gefahren. Ein tolles Erlebnis. Dadurch habe ich meine Fälschungen schätzen gelernt. Ich konnte in ein paar Wochen eine anfertigen, sie für einen Preis verkaufen, der mehrere Jahreseinkommen meiner Freunde ausmachte, und auf Reisen gehen. Ich wollte diese Kunstwerke in echt sehen, denn erst dann lernt man sie zu schätzen. Und das Geld hat es mir ermöglicht. Zusammen mit einem Mädchen namens Janie. Ja. Können Sie mir von ihr erzählen? Das fällt mir schwer. Ich habe sie in der Universitätsbibliothek kennengelernt. Sie war die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Das war um mich geschehen. Konnten Sie sie mit Ihrem Geld, um einen altmodischen Begriff zu verwenden, erobern? Ich war nie ein protziger Mensch. Auf Reisen war ich in relativ einfachen Hotels. Schicke Hotels mochte ich nicht. Aber mit dem Geld konnte ich sie zu einem Sommerurlaub einladen, den wir dann auch machten. Sie haben schöne Orte besucht und offenbar gute Erinnerungen daran. Ja, absolut, ja. Was ist aus Janie geworden? Nun, wir sind ein paar Mal zusammen verreist. Dann hat sie ihren Abschluss gemacht und ein Aufbaustudium angefangen.
Sie bekam oft Kopfschmerzen, aber sie arbeitete auch hart, bis in die Nacht. Sie jobbte in einer Bar, um sich etwas dazu zu verdienen. Sie ging zum Arzt, aber der meinte, die Kopfschmerzen kämen von der Überarbeitung. Doch die wurden immer schlimmer. Und eines Tages hatte sie einen Anfall. Einer meiner Brüder ist Epileptiker, daher kannte ich solche Anfälle genau. Also ich dachte, das wäre so etwas. Kurz gesagt, es wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Am 18. Februar. Und im September war sie tot. Wow. Es ging ganz schnell. Von den ersten Anzeichen bis... Wie alt war sie? 2 Jahre älter als ich, 23 damals. Wie tragisch. Ja. Furchtbar traurig. Und Sie? Ich war jahrelang wie am Boden zerstört, wie das in solchen Fällen so ist. Natürlich. Ja. Sie haben getrauert. Ja. Haben Sie in der Zeit mit Janie jemals innegehalten und überlegt, ich verdiene dieses ganze Geld illegal? Ja. Erzählen Sie mir davon. Wie soll ich sagen? Ich habe es ihr gestanden, aber sie wollte es nicht glauben. Sie war absolut überzeugt, dass es nicht stimmte. Während wir zusammen waren, habe ich keine Fälschungen erstellt. Ich habe versucht, meine eigenen Werke zu verkaufen. Sie hingen zum Beispiel im Octagon Theater. Das hat aber ganz wenig eingebracht. Das waren keine wirklich großen Verkäufe. Nach ihrem Tod war ich irgendwie verbittert. Ich fühlte mich beraubt. Also habe ich mich wieder voll auf das Kunstfälschen konzentriert. Ich habe es wirklich berufsmäßig gemacht. Dann lernte ich einen Antiquitätenhändler in Bolton kennen, der mich einem Typen in Manchester vorstellte und einem gewissen Tom in London. Er hatte eine große Galerie im West End und war absolut korrupt. Er importierte gestohlene alte Kunstwerke, Fälschungen, die er anfertigen ließ, oder Dinge, die er irgendwo stehlen ließ. Alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe mitgemacht, weil ich nichts anderes machen wollte. Zum nächsten Test. Ich zeige Ihnen auf dem Bildschirm jetzt einige Bilder. Bitte Sie dann, sie für mich zu bewerten. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist extrem negativ. 10 wäre die positivste Erfahrung, die Sie sich vorstellen können. Los geht's, das erste Bild. 1. 3. 7. 8. 10. 10. 5. 1. 8. Das ist eine verletzte Katze. Sie haben sie mit 8 bewertet. Normalerweise bekommt sie ganz wenig Punkte. Warum haben Sie sie so hoch eingestuft? Sie hat mir leid getan in ihrem schlimmen Zustand. Aber 8 ist eine sehr positive Bewertung. Wollten Sie sie niedrig bewerten? Nein, ich bin nach der Sympathie gegangen. Ich verstehe. Gut zu wissen. So schrecklich das aussieht, hätte ich eine 1 geben müssen, aber ich hatte Mitleid mit ihr. Sie haben mit der 8 Ihre Sympathie bewertet. Ja. Bitte sehr. So, schön, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Ja, es war toll. Wir haben Sie ein wenig kennengelernt. Ich hätte noch eine Frage. Wie genau haben Sie das gemacht? Manchmal wusste ich das selbst nicht so genau. Ich habe mit Anfang 20 in vielen Büchern und Zeitschriften geblättert. Ich wollte eine richtig gute Fälschung herstellen, nicht nur eine billige Kopie. Ich versuchte herauszufinden, wo zum Beispiel bekannte Kunstwerke verschwunden waren. Im Zweiten Weltkrieg oder auch davor, sowas spornte mich an.
Ich habe damals intensiv in der Bibliothek recherchiert. Das war die Zeit vor dem Internet. Ich habe versucht, eine Provenienz zu entwickeln und Belege für ihre Existenz zu schaffen. Ich finde faszinierend, dass Sie kleine Hinweise auf die Fälschung eingebaut haben. Wie in der alten Batman-Fernsehserie, in der die Meisterverbrecher Spuren gelegt haben. Was hat Sie dazu gebracht? Nun, ich war unzufrieden mit der Situation, in der ich mich befand. Diese Leute wurden als Experten bezahlt und haben sich als solche feiern lassen. Da habe ich kleine Hinweise untergebracht, um zu sehen, ob sie sie bemerken würden. Richtige Fehler. Anfangs kleine, doch dann immer offensichtlichere. Und trotzdem, ihnen ist nichts aufgefallen. Die Geschichte hat sie geblendet. Ich habe einiges über die Fähigkeiten und Visionen von Künstlern gelesen. Nun, mir fehlte irgendwie eine eigene Idee, Vorstellung. Deshalb bin ich wohl selbst als Künstler nicht groß rausgekommen. Die meisten Künstler überschätzen ihre eigene Kreativität, im Gegenteil zu Sean. Es gibt viel zu viele Künstler auf der Welt, die sich für brillant und originell halten. Alles, was sie machen, ist großartig. Sie halten sich alle für verkannte Genies. Warum werden ihre Werke nicht im Rijksmuseum oder in der Tate oder der National Gallery gezeigt? Es gibt massenhaft solche Leute. Das Absurde ist, dass Sean es tatsächlich in den Fingerspitzen hat. Er kann Dinge kreieren wie kein anderer. Was sie nicht schaffen, schafft er. Was wäre Ihnen lieber, wenn Sie den perfekten Leonardo gemalt hätten und jeder ihn für einen Leonardo hält? Oder nur einen guten Leonardo, den man als Seans Werk erkennt? Was würde Sie glücklicher machen? Der perfekte Leonardo. Als Beweis, dass ich ihm ebenbürtig bin. Aber das bin ich nicht. Das ist nur ein Traum. Erzählen Sie von der Amarna-Prinzessin. Mein Vater hatte in der Zeitung etwas über ägyptische Antiquitäten gelesen, die viel Geld einbrachten. Ich begann, mich dafür zu interessieren und mehr darüber zu lesen. Ich habe mir dann überlegt, eine Amarna-Prinzessin aus Alabaster zu machen. Ihre Gestalt ist ziemlich abstrakt und hat mir sehr gut gefallen. Im Winter 1999, vor der Jahrtausendwende, habe ich sie dann hergestellt und künstlich auf alt getrimmt. Dann habe ich sie ungefähr 18 Monate im Schrank aufbewahrt. Von Ende 2000 bis ungefähr Mitte 2002 stand sie da. Dann sagte mein Vater, diese Alabasterstatue sollten wir dem Bolton Museum anbieten. Wir wussten, dass sie eine großartige Sammlung haben. Eine tolle ägyptische Abteilung, ich kenne sie. Das stimmt. Und die Dame, die die Figur dann in unserem Haus besichtigt hat, kannte sich wirklich sehr gut aus. Sie war Ägyptologin. Sie sagte sofort, oh, aus der Amarna-Zeit. Eines führte zum anderen. Sie bat darum, die Statue zur genaueren Untersuchung mitnehmen zu dürfen. Und 3 Monate später kontaktierte sie uns mit einem Kaufangebot von 250.000. Doch unmittelbar danach sagte sie, ich denke, wir können 500.000 aufbringen. 500.000 ist ein gutes Angebot. Wie viel brachte sie am Ende ein? 500.000 Pfund. Wir bekamen nach Abzug der Steuern 440.000. Which is viel Geld. Das kann ein Leben umkrempeln. Meines nicht. Haben Sie gefeiert? Nein, gar nicht. Nachdem die Greenhalgh-Familie schließlich durch die Fahndungserfolge von Scotland Yard verhaftet wurde, war ich nicht überrascht, dass es ein richtiges Familienunternehmen war. Das war offensichtlich. Überraschend fand ich allerdings, dass sie sich für das Geld kaum etwas geleistet haben. Sie hatten viel Geld verdient. Und das ist ja der Zweck von Fakes und Fälschungen, der persönliche Gewinn. Aber ich erfuhr dann, dass Sean sich nur neue Socken gekauft hatte. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Aufs Konto eingezahlt. Da lag es auch noch, als die Polizei 2,5 Jahre später kam. Warum? Ich hatte nichts ausgegeben. Was war dann Ihr Motiv? Ich weiß es nicht. Es ist verrückt. Ich kann es mir selbst nicht erklären.
Eines Morgens klopfte Scotland Yard an der Tür. Sie stürmten herein, meine Eltern waren noch im Bett. Sie waren ziemlich ruppig. Und sie haben ihr Haus und das ihrer Eltern auf den Kopf gestellt. Allerdings, ich will nicht überheblich sein, aber am Ende war ich erstaunt, wie wenig sie wussten. Sie waren Polizisten und arbeiteten in der Abteilung für Kunstfälschungen. Davor hatte ich immer großen Respekt. Ich war wirklich überrascht, wie ahnungslos sie waren, als sie unseren Schuppen im Garten durchsuchten. Und wie war die Geschichte mit dem Huhn? Ich hatte ein Hähnchen im Ofen. Sie holten es heraus, es war noch roh. Keine Ahnung warum, aber sie haben es bis auf die Knochen zerlegt und durchsucht. Nach was? Keine Ahnung. Vielleicht einen gefälschten Degas? Kann sein, oder einem Fabergé-Ei. Dieser hochinteressante Mann hat bewiesen, dass das British Museum nicht wirklich alles weiß, wie man immer sagt. Das Chicago Art Institute wurde ausgetrickst. Er hat es mit Experten aufgenommen und aufgedeckt, dass es mit ihrem Sachverstand nicht so weit her war, wie sie dachten. Und dieser Mann bekam dann 4,5 Jahre Gefängnis. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist kein angemessenes Strafmaß. Ich halte es für ziemlich unfair und glaube, man wollte an ihm ein Exempel statuieren. Es war ein Schauprozess. Sein Fall sollte zur Abschreckung dienen. Er hat sich dem Ganzen von allen in der ehrlichsten und direktesten Weise genähert. Er macht es transparent und ist ganz offen. Wenn irgendetwas zur Sprache kommt, zack, ist es auf seinem Gesicht zu sehen. Freut mich, Sie wiederzusehen. Uns auch. Setzen Sie sich. Hatten Sie Angst vor unseren Ergebnissen? Nein, Sie sind alle sehr freundlich. Wie soll ich sagen, dieses Durchforsten des Kopfes, das hatte ich noch nie zuvor gemacht. Was mich an Ihrer Geschichte besonders fasziniert hat, ist, um zu fälschen oder zu täuschen, muss man sich in jemand anderen hineinversetzen können. Vielleicht hat das, worüber wir gesprochen haben, meine Originalität etwas erstickt. Darüber nachzudenken, wie andere Künstler das gemacht haben, hat vielleicht dazu geführt, dass mir selbst nichts Originelles eingefallen ist. Sie sprechen über Gefühle, mit denen Sie innerlich kämpfen. Aber Sie haben sie auch äußerlich gezeigt. Beim Erkennen von Täuschung, also einem komplexen Urteil des Sozialverhaltens, liegen Sie über dem Durchschnitt der Testpersonen. Mir ist besonders aufgefallen, wie wenig Sie sich selbst zutrauen. Ja. Irgendwie ist es besonders selbstzerstörerisch, wenn jemand mit Ihren Fähigkeiten Fälschungen herstellt. Wir haben das ja angesprochen. Wenn Sie die Arbeit von jemand anderem imitieren und sich der Ideen anderer Leute bemächtigen, können Sie nie wirklich stolz auf sich selbst sein. Das meine ich mit erstickender Originalität. Man kann sich nie als Urheber fühlen. Nein. Wir müssen uns verabschieden. Es war aufschlussreich. Uns hat es großen Spaß gemacht. Für mich war es etwas einschüchternd, aber auf eine nette Art. Vielen Dank, es war toll. Danke fürs Mitmachen. Ich danke Ihnen, es war wirklich interessant.